Mein Gewicht ist wie ein Todesurteil. Nichts kann ich mehr selbst erledigen. Sean muss von Kopf bis Fuß versorgt werden. Hier, dein Essen. Natürlich ist das Esssucht. Ohne abzunehmen, überlebe ich nicht. Als Sean ankam, wog er 455 Kilo. Aber mit der 800-Kalorien-Diät hat er rasant an Gewicht verloren. 289. Wir können Sie operieren. Danke. Ich bin so froh und stolz. Ich versuche, unabhängiger zu werden. Gehen ist meine größte Herausforderung. Jetzt schaffe ich es bis ins nächste Zimmer und zurück. Doch Mom meint, ich überanstrenge mich. Nicht dank Ihnen, sondern trotz Ihnen wird es ihm besser gehen. Da widerspreche ich nicht. Sie müssen getrennt voneinander zur Therapie. Es tut mir leid, vom Verlust Ihrer Mutter zu hören. Kommen Sie denn damit klar? Ich versuch's. Anstatt abzunehmen, haben Sie fast 14 Kilo zugelegt. Sie müssen das in den Griff bekommen und Verantwortung für sich selbst übernehmen. Ich bin vor ein paar Wochen aus dem Krankenhaus gekommen, aber ich muss mich noch eingewöhnen und allein zurechtkommen. Bislang läuft es nicht allzu gut. Da ich mich selbst versorgen muss, bin ich auch für mein Essen verantwortlich. Und das ist schwer, denn ich kann mir kein gesundes Essen leisten. Nicht schlecht. Ich habe meinen Vater gebeten, Lebensmittel für mich zu bestellen, und so hilft er mir ein wenig. Die Krankengymnastik ist hart. Es kommt jemand hierher und sorgt dafür, dass ich aufstehe und gehe. Viel ist es nicht, aber immerhin. In letzter Zeit habe ich viel zu viel gegessen. Und der Arzt meint, dort kann man mir am ehesten helfen. Ob das wirklich eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Doch zu Hause bin ich auf dem Weg zu meinem Sessel irgendwo hängen geblieben und auf den Hintern gefallen. Das war nicht mein erster Sturz. Doch bisher bin ich immer wieder hochgekommen. Jetzt bin ich so schwer, da ging es nicht mehr. Ich musste den Notruf wählen, weil ich nicht mehr aufstehen konnte. Jetzt bin ich wütend auf mich selbst. Ich habe über 300 Kilo und nichts geht mehr. Dabei hat mir ja niemand das Essen in den Mund geschaufelt. Ich hasse es, im Krankenhaus zu sein, aber es ist wohl das Beste. Wir müssen Sie durch Krankengymnastik wieder mobil machen. Das ist wichtig. Wie steht's damit? Ich kann noch gehen. Und aufrecht stehen? Gut. Nur rutschig darf es nicht sein. Das Problem ist wirklich, dass Sie das nicht mehr lange durchstehen werden. Zunächst werden wir Ihnen hier eine Psychotherapie ermöglichen und mit der Diätassistenz wieder die 1200-Kalorien-Diät organisieren. Danach überweise ich Sie in eine Reha-Klinik zur Krankengymnastik. Wenn Sie nicht mehr mobil sind, geht es in ein, zwei Monaten zu Ende. Letztlich ist es aber Ihre Entscheidung, ob Sie zu all dem bereit sind. Es liegt an Ihnen. Vor zwei Wochen wollte Dr. Noh mich sehen. Ich konnte nicht hinfahren. Da hat er einen Transport bestellt, der mich ins Krankenhaus bringt, damit ich gewogen werde. Sie hatten mal weit über 400 Kilo. Sie bekamen eine Magen-OP und waren dann unter 225. Dann nahmen sie wieder zu.
Und wir haben sie erneut auf Diät gesetzt, um ihr Leben zu retten. Und dann legen sie trotzdem genauso viel wieder zu? Wir haben bisher in sie mehr investiert als in jeden anderen Patienten. Und sie sind trotzdem nicht leichter. Bald sind sie wieder bei 400 Kilo, falls sie überhaupt lange genug leben. Wir untersuchen jetzt, ob etwas Lebensbedrohliches vorliegt. Ihr Körper ist schon länger am Limit. Diese Zunahme jetzt kann für ihn endgültig zu viel sein. Sollten wir ein Problem finden, können wir es vielleicht nicht mehr beheben. Sie haben sich in eine extrem gefährliche Lage gebracht. Sie bringen sich mit Essen um, wo wir ihnen doch jede Hilfe zur Verfügung gestellt haben. Nichts funktioniert. Was schlagen Sie vor? Ich weiß es wirklich nicht. Ich brauche Hilfe. Jemand muss mir helfen, aber ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Wir haben Ihnen doch Hilfe verschafft. Doch niemand kann verhindern, dass Sie dieses Essen bestellen und weiterfuttern. Niemand kann Sie abhalten, permanent zu viel und zu ungesund zu essen. Es ist alles ziemlich enttäuschend. Sean tut einfach nur, was er will, egal welche Hilfen und Möglichkeiten wir ihm bieten. Inzwischen ist sein Organismus kurz vor dem Kollaps. Wenn ich ihn heimschicke, wird er nicht mehr lange leben. Es ist 11:55 für ihn. Leider ist Sean Milliken heute verstorben. Wir haben mehrere Jahre mit ihm gearbeitet, um sein enormes Übergewicht zu reduzieren. Doch jedes Mal, wenn er abgenommen hatte, nahm er kurze Zeit später wieder zu. Und damit wurde die Belastung für seinen Körper immer größer. Hier, Dr. Nozardin, ich rufe wegen Sean an. Heute Nachmittag hatte er Atemnot und erlitt einen Herzstillstand. Wir haben versucht, ihn wiederzubeleben. Er hat es nicht geschafft. Er ist gestorben? Ja. Vielen Dank für alles, was Sie für ihn getan haben. Auf Wiederhören. Danke.